Juri, du bist ja richtig oldschool. Ja. Geh in Multiplayer, du Noob. What the fuck? Ja, wenn wir schon dabei sind, auch Assassin's Creed hat einen Multiplayer. Aha. Warum? Warum? Du bist eine super geile Assassine. Lauf einfach hier über diesen Marktplatz und warte darauf, dass du abgesnackt wirst. Warte darauf, dass ein anderer Assassine vorbeikommt. Du erkennst einen anderen Assassin daran, dass er sich sehr auffällig verhält. Oder aber, dass er einfach sich bewegt. Nicht im Bewegungsmuster der Passanten. Ja. Also dieser Multiplayer, der war auch so für den Arsch. Keine Ahnung, hab ich nie gespielt. Ich hab ihn einfach ausprobiert und dachte so, was? Was für ein Assassin's Creed irgendwie so doof ist, einen Multiplayer zu spielen. Keine Ahnung. Vor allen Dingen halt dieses Assassinen gegenseitig abgeschlachtet. Wo ist der Sinn? Das eine sind Templer. Ja, oder auch nicht so richtig. Das weiß man doch. Juvi. Weiß ja gar nichts. Nee, also ich war sehr entsetzt. Ist erstmal ein Erdbeerkäse. Und war auch überhaupt nicht glücklich mit dem Ding. Ich probiere das ja gerne alles mal aus, aber da merkt man halt irgendwie. Also gerade bei Assassin's Creed, finde ich, ist es auch wieder so eine Sache, du merkst halt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in-game sehr viel Wert auf den Multiplayer gelegt worden ist, aber das Hauptspiel vernachlässigt worden ist. Auf der zweiten Hälfte wurde es teilweise so buggy, obwohl vorher eigentlich alles gut war. Also selbst auf der Computerübersetzung. Keine Ahnung. Ich kann nur von Brotherhood noch reden und Brotherhood war schlecht. Ja, ich kann das halt jetzt bei Assassin's Creed 3 auch durchaus sagen. Und ich glaube, man darf gerade dieses Spiel einfach nicht unbedingt auf dem Rechner spielen. Das glaube ich schon, ja. Also ich glaube, an der Konsole ist es wahrscheinlich, also es ist ja eigentlich für Konsolen gemacht. Ja, aber die Übersetzung oder beziehungsweise die Dingensbums, ne, ist einfach sehr viel schlechter für den Rechner, habe ich meist so das Gefühl. So, Juvi? Pavillon fertig? Möchtest du dir den Pavillon mal anschauen? Gleich, ich mach noch eben das Haus, denn ich baue gerade noch ein Dorfhaus. Okay. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und dann gehen wir gleich mal Pavillon gucken. Pavillon gucken. Oh, er hat Feuer gefangen, schnell beeil dich. Oh, er ist abgebrannt. Also falls du jetzt ankommst und der sieht scheiße aus, das war das Feuer. Der sah garantiert vorher besser aus. Ja, aber also gerade so Sachen bei Spielen, da sollten sich einige Entwickler wirklich mal in die Nase fassen und denken, warum machen wir das? Machen wir das, um Kohle zu machen oder machen wir das, um Leute zu unterhalten? Ja, das ist einfach meiner Meinung nach fast schon ein bisschen zu großes Geschäft geworden heutzutage. Ja, und deswegen muss ich auch sagen, bin ich ein großer Indie-Fan eigentlich, also so von Indie-Entwicklern. Da ist zwar teilweise einfach die Grafik nicht so geil und so weiter, aber da geht es einfach ums Spiel. Da geht es darum, entweder man will eine Geschichte erzählen, man will einfach ein Gameplay-Element, was man sich ausgedacht hat, will man präsentieren, was dann auch irgendwie doch sehr geil sein kann. Ja, willkommen in Minecraft beispielsweise. Was ein geiles Prinzip eigentlich. Zum Beispiel Minecraft. Ich habe auch mal ein wunderschönes Spiel gesehen. Ich weiß den Namen leider nicht mehr im Augenblick. Müsste ich nochmal nachschauen. Da geht es darum, da spielst du praktisch mit dem Licht. Das, was du siehst, ist da. Was du nicht siehst, ist nicht da. Okay. Das heißt zum Beispiel, du kannst eine Lampe nehmen, kannst sie dann so ausrichten, dass du praktisch eine Treppe nach unten hast, weil da ist eine Wand. Und kannst dann praktisch an dieser Wand einfach runtergehen und wenn du die Lampe bewegen würdest, wäre es aber eine massive Wand eigentlich. Okay, klingt auch ganz cool. Also und damit musst du halt dann da ein bisschen so auch puzzlemäßig was lösen, ne? Das ist also von der Idee her super geil, finde ich. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Genauso ein anderes Spiel, weiß ich auch schon wieder, habe ich auch schon wieder den Namen vergessen. Da spielst du ein blindes Mädchen und du siehst halt nichts, ne? Du hast halt schwarzen Bildschirm im Grunde, ja? Und du hörst, also du erkennst deine Umgebung und du siehst sie praktisch durch Geräusche. Also wo es etwas lauter ist, da siehst du auch was. Also okay. Du hast halt praktisch so ein sonarmäßiges Sehen, sag ich mal, ne? Ja. Das ist auch sehr geil gemacht. Das klingt auf jeden Fall sehr cool, ja. Klar, es ist alles sehr stilistisch gehalten und so weiter, ne? Also es hat alles so seinen eigenen Stil, aber es ist super klasse. Ja, also wie gesagt, klingt auf jeden Fall extrem spannend. Oder mal als Beispiel, was wir beide ja auch im Moment ganz hart suchten, Rogue Legacy. Rogue Legacy, ja. Oder Rogue, ja. Also finde ich auch super. Ne? Kleines Indie-Game halt und ein altes 2D-Side-Scroller irgendwie. Ja, so Castlevania-mäßig, wie es ja gerne beschrieben wird, ne? Ja. Und das erweckt irgendwie so alte Erinnerungen in einem.
Castlevania habe ich nie gespielt. Also ich auch nicht, aber ich meine so vom Sidescroller her alleine schon. Ja, wie Ghouls and Ghosts oder wie es hieß, sowas zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob das kennt. An die ganzen Titel gar nicht mehr erinnern, aber... Es waren halt Super Nintendo-Spiele. Also ja, also Super Nintendo habe ich ja früher auch schon häufiger mal gespielt. Das war auch ein schweres Spiel. Ich mag ja auch so schwere Spiele. Ja, da gehört das, finde ich, auch ganz gut zu. Das gehört auch zu schweren Spielen. Da merkt man auch raus, also man hat auch im Spiel immer mal wieder so ein paar Bilder hängen praktisch in diesem Schloss, wo auch die Entwickler dann ein bisschen was zu ihren alten Titeln sagen und zu also ihren vorhergehenden Titeln. Und da hast du auch so, das Spiel, was sie davor gemacht haben, war auch so ein Danmaku-Shooter, also so ein Bullet-Hell-Shooter. Okay. Also sowas in die Richtung von Toho. Ja. Das ist halt einfach auch so ein Genre, das, was ich auch eigentlich ganz lustig finde, doch. Ja, aber auch sehr anspruchsvoll. Anspruchsvoll auf alle Fälle. Also da geht's drum, lern die Bewegung, weil lern, wie du dich bewegen musst. Ansonsten stirbst du halt. Und du stirbst. Und man verzweifelt eigentlich an solchen Spielen. Aber ich mag sowas. Ja. Ich mag's, wenn man ein bisschen gefordert wird. Und nicht so, wie es heute ist, so von wegen so easy going, passt schon, läuft. Aber wie gesagt, damit kann ich ganz gut leben, wenn die Geschichte wiederum gut ist. Also wenn man sich mehr auf die Geschichte konzentriert. Ja gut. Ich muss nicht immer ein schweres Gameplay haben. Ich mag auch lieber mal ein einfaches Spiel, was dann aber... Oh, das sieht ziemlich geil aus. Achso, hast du ein Pavillon? Bist du gerade? Also gerade auch, wenn man hier so rauskommt, das ist schon ziemlich cool. Oder was sagt ihr, Freunde? Ich wollte gerade schauen, wo du bist. Ich stehe im Haus. Ja, also gerade von innen gefällt er mir halt sehr gut. Ne, wenn man hier so rauskommt und sich die Welt dann da so ein bisschen aufbaut. Jo. Das ist schon cool. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Ja, und hier jetzt dann so praktisch die Gartenanlage ein bisschen mit hin, ne? Ja. Nee, wo waren wir stehen geblieben? Schwere Spiele. Bei mir muss wirklich nicht immer alles so schwer sein. Ich kann da auch damit leben, wenn es mal ein bisschen leichter ist, aber dafür eben eine tolle Story bietet. Ja, gut. Gute Geschichten sind sowieso meiner Meinung nach das Wichtigste. Ja, na, vor allen Dingen, weil ich ja zum Beispiel auch eh nicht so der Skiller bin. Ja, gut. Also, mein der Skiller, das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Also ich auch nicht. Ich bin bei weitem nicht der Skiller. Ja, also meine Computerspieltalente halten sich da eher ein bisschen im Grenzen, aber hab eben Spaß dran. Ja, das ist das Wichtigste. Ich meine, das Spiel sollte in erster Linie Spaß machen. Ja. Und es sollte auch aus seinem eigenen Grund Spaß machen. Also zum Beispiel hast du Spiele, die sind einfach darauf ausgelegt, dass sie schwer sind. Und die machen Spaß, weil sie schwer sind. Nicht, weil es ein Mario-Klon ist, wo man einfach oft stirbt oder was weiß ich, ne? Ja, richtig. Also da hat so jedes Spiel so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ja. Vor allem können manche Spiele einfach auch unbewusst schwer sein. Also guck dir League of Legends beispielsweise an. Also das Spiel kann schwer sein, kann aber auch extrem leicht sein. Kommt eben echt darauf an, gegen wen du spielst. Ja gut, klar, aber das ist auch so ein bisschen so der persönliche Skill noch mit. Und das Glück teilweise, je nachdem wie du dich anmeldest, was du für Leute dazu kriegst. Das ist richtig. Aber das Spiel zeigt mir wiederum, obwohl ich es inzwischen sehr, sehr lange spiele, dass ich längst kein Skiller bin, was Computerspiele angeht. Nee. Also. Ich glaub, da gibt es 100.000 Leute, die besser sind als wir, die sind voll die Kacken. Ja, und das eben, obwohl ich es eigentlich aber schon verhältnismäßig lange spiele. Ja gut, du spielst länger als ich. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch überhaupt keinen Bock, mich damit jetzt so hundertprozentig zu beschäftigen und genau zu wissen, was ich gegen wen spiele, welches Item was countert und so. Hab ich einfach keinen Bock zu. Ja, ich spiele ein Spiel, um mich zu unterhalten, nicht um zu sagen, ich will da drin der Beste sein. Ja, eben. So, jetzt drehe ich mir gerade nebenbei eine... Ich muss jetzt auch mal einen Schluck trinken. Deswegen seht ihr gerade mal eben ein paar Sekunden, wie ich rumstehe. Ist mir aber egal. Screen Time! Moin! Balas unterhält euch so lange. Ich mach mir ein bisschen Screen Time hier. Hier habe ich eine Axt. Jetzt habe ich eine Spitzhacke. Was werde ich als nächstes haben?
Richtig, Glas. Das ist absolut unlogisch, aber ja. Egal. Ja, was soll ich erzählen? Soll ich was erzählen? Ich freue mich schon auf Pokémon XY. Ja, das sagtest du, glaube ich, auch schon 2 Millionen Mal. Ist mir egal, ich freue mich trotzdem. So, was machen wir denn jetzt hier? Ich werde anfangen wie jedes Pokémon. Ich werde den Feuerstarter nehmen, wie immer. Das ist mein Standard-Start-Pokémon. Jetzt machen wir erstmal. Mach mal halt. Tag, genau. So. Ich werde, wie gesagt, als erstes mal wieder, wie immer, den Feuerstarter nehmen. Weil das ist einfach mein Standard-Start. Werd aber, wie ich es jetzt aktuell mache, in Schwarz und Weiß 2, spiele ich ja auch gerade noch, habe ich auch noch nicht durch. Werde ich, sag mal. Einfach all meinen Viechern Spitznamen geben. Also da kommen dann so tolle, total tolle Namen raus. Also meistens irgendwelche Beleidigungen für die Pokémon. Ja. Und ja, dann werde ich irgendwann meinen Starter auswechseln und halt ein Team ohne den Starter machen, weil meistens ist ja das erste Pokémon ziemlich overpowered. Den lasse ich dann einfach halt mal weg. Ja, irgendwie hat man es dann doch schon relativ stark zum Ende hin. Also ich muss sagen, jetzt, wo ich aktuell gerade ohne Starter spiele, ist es halt doch schon vom Schwierigkeitsgrad her eine ganze Ecke knackiger, doch. Das okay. Kann man schon so sagen. Und wer möchte nicht so ein cooles Smoggern haben wie ich, das Darmwind heißt? Also das ist der coolste Name überhaupt. Ups. So. Hat die mich schon abgebaut. Da sollten wir Kies reinmachen am besten, oder? Ich überlege gerade. So ein Kiesweg hier hinten lang, ich glaube. Nee, das würde ich so nicht reinmachen. Ich würde hier für den Garten würde ich direkt eher einen Kiesweg hernehmen, muss ich sagen. Warte mal, ich probiere einfach gerade mal ganz kurz ein bisschen was aus. Ich habe leider keinen Kies mit gerade. Oder wollen wir den Erdweg hinmachen? Diese Holzkisten finde ich auch gar nicht so schlecht. Ist das was? Birke? Nee, Fichte. Oder Fichte, ja. Ja, stimmt, Birke. Birke ist jetzt weiße. Finde ich aber, wie gesagt, für einen Gartenweg würde ich fast gar kein Holz nehmen. Also wie gesagt, ich denke jetzt am besten würde ich hier wahrscheinlich Kies machen. Weil es halt doch am ehesten was hat von so einem Gartenweg, ne? Ja, nehmen wir. Ich überlege gerade. Huch, hier wächst auf einmal das Unkraut. Eben alles ein bisschen besamen. Chewie, du kleines wildes Ding, du. Oh, billige Reize. Hey, lass die GEMA drauf. Ach ja, ist egal. Nicht auf billige Reize. Du weißt doch, ne? Der Typ, der... Bei der GEMA sitzt. Der Typ, der bei der GEMA die Lieder einschreibt, ist ein ganz blöder Penner. Ja. Super geil, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, worum es dabei geht, dann sucht mal nach euren Müttern. Das ist unglaublich gut. Ist doch so, also sagen wir mal ehrlich. Ja, aber es klingt halt einfach unglaublich gut. Ja. Ja, also wirklich was ich nur empfehlen kann. Ich habe mich schlapp gelacht. Habe ich einem Freund zu verdanken, dass ich die überhaupt kennengelernt habe. Und dieser Freund ist nicht Yuvi. Nein. Ich kenne auch andere Leute als Yuvi. Zwei. Ja, Yuvi und noch einen anderen. Der heißt der andere Typ. Beziehungsweise voll ausgesprochen der andere Typ, der Ballas kennt. Nee, den Ballas kennt. Na, ihr wisst schon. Bist Bescheid, ne? Ja. Ich gebe all meinen Freunden solche Namen. So, du hast keinen Kies da, ne? Ein bisschen was habe ich jetzt hier gerade noch aus einer Truhe in der einen Truhe finden können draußen. Okay. Ansonsten, jetzt habe ich nicht mehr da. Ich bin mal kurz daheim und check das mal eben. Bist du daheim?
habe ich noch. Jo, die Kiestruhe ist komplett leer. Gut. Ich schau mal, ob ich noch flüssig bin, ob ich noch ein bisschen Kies habe.